Hey ho und herzlich willkommen zurück, Leute, zu einer weiteren Folge von Die Young. Wir haben ja übrigens bei der letzten Folge einen Teil des Puzzlestücks für den Giftköder eingesammelt, und zwar das Apothekerwerkzeug. Und hier seht ihr übrigens eine Leiche, dort findet ihr übrigens einen Schlüssel, und zwar für eine Holzfällerhütte. Und hier bin ich ja bei der vorletzten Folge, glaube ich, gewesen, oder noch früher, ist auch egal. Also auf jeden Fall, wenn ihr diesen Schlüssel haben wollt, müsst ihr diesen Weg hier hochspringen. Naja, funktioniert auf Anhieb gerade nicht. Warte mal, ich esse nochmal was. Und dann zeige ich euch, wo die Leiche genau zu finden ist, also wie man da hinkommt. Denn die brauchen wir nämlich, um, wie gesagt, das letzte Puzzlestück für den Giftköder einzusammeln, ja. Und zwar ist genau hier alles zusammengebrochen. Ja, und ich habe mich ja gefragt, warum das so ist. Und ich habe mich gewundert, warum hier mal Raben waren. Man hätte hier nur einfach mal gucken müssen. Und hier seht ihr eine verstorbene Person. Und die hat den Holzfällerschlüssel. So, als nächstes müssen wir jetzt den Weg zurücknehmen. Denn die Holzfällerhütte ist gar nicht so weit. Ich überlege, ob ich euch den langen oder den kurzen Weg zeige. Ich zeige euch, glaube ich, den langen Weg. Obwohl, ich kann euch schon mal zeigen, wo das denn zu sehen ist. Da waren wir nämlich schon mal. Aber wir haben da schon mal runtergeguckt. Und zwar ist hier hinten, ich weiß nicht, was es war, ob es ein Aufzug war oder ob hier eine Leiter oder so mal vorhanden war. Also auf jeden Fall ist da unten die Holzfällerhütte. Ja. Und wir können die übrigens auf den anderen Weg hier erreichen. Das zeige ich euch jetzt, weil den Weg würden wir nämlich, wenn ich den jetzt einschlagen würde, gar nicht überleben. Das heißt also, ich muss euch den langen Weg zeigen, ansonsten krepieren wir. So. Also ich gehe jetzt einfach mal zurück, ja. Es ist ja schon 14.28 Uhr, glaube ich, in dem Spiel. Na, und ich sterbe natürlich mal direkt. Ja, nice. Ich hatte volles Leben. Wie kann man bei dem kleinen Sprung sterben? Egal, scheiß drauf. Scheiß einfach drauf. Ich habe nämlich die Holzfällerhütte schon mal gesehen. Ich wusste bloß lange Zeit nicht, woher. Und ich habe meine Aufnahme mal überprüft vor ein paar Tagen und siehe da, ich habe die eigentlich schon mal gesehen, aber habe das irgendwie nicht beachtet, glaube ich. Ihr braucht nämlich insgesamt drei Sachen. Also einmal das Apothekerwerkzeug. Der müsste da schon mal bei der Hundehütte oder beziehungsweise bei der bei dem Haus am Stand gewesen sein. Und wie gesagt, ihr müsst den Botaniker halt gefunden haben. Das habe ich ja alles schon gemacht. Und das letzte Stückchen ist jetzt eigentlich dort runter zu gelangen, die Holzfällerhütte aufzumachen und das Rezept, glaube ich, für den Giftköder einzusammeln, weil dann würde ich mich zum Haus am Stand gehen, den Giftköder herstellen und dann mir den Schlüssel holen, wenn ich dann schon das passende Werkzeug und alles habe. So, jetzt sind wir wieder beim Kiefernwald. Ihr seht schon, ich habe hier dann direkt mal ausgemacht. Ich sollte mir eigentlich ein Feuer machen, damit ich nicht gleich wieder denn den ganzen Scheiß machen muss, aber okay. Es gibt eine Möglichkeit, die, glaube ich, auch anders runterzukommen. Also ohne, dass man den weiten Weg runterfallen muss. Hier zum Beispiel. Okay. Dann haben wir das ja schon. Passt auf, irgendwo war hier nämlich eine Brücke, die man überqueren konnte. Das wäre jetzt eine andere Gabelung gewesen. Da können wir nämlich auch rüberlaufen. Da kommen wir auch zur Holzfällerhütte. Oder ich mache das jetzt so, wie ich euch das gesagt habe, dass ich euch den langen Weg zeige. Dann muss ich jetzt aber hier wirklich viel rumkraxeln. Dann tut mir das schon mal leid. Okay, jetzt funktioniert es hier auf Anhieb, was sehr witzig ist. Okay. Also, der einfache Weg wäre, glaube ich, hier lang gewesen, oder? Hier müsste gleich, genau, hier ist eine Brücke. Und rein theoretisch, wenn wir jetzt den Weg laufen, kommen wir auch zur Holzfällerhütte. Ich zeige euch ja den langen Weg, weil wir müssen ja den sowieso gehen, um den Giftköder, glaube ich, herzustellen zu können. Beziehungsweise um den Hund zu vergiften. Irgendwie so. Oh!
In der Art und Weise. Gut, warte mal, warte mal. So, hier ist die Holzfällerhütte. Und da will ich jetzt das passende finden. Ups. Jeez, someone sneezed while on her period. Ja, das war jetzt ein sehr schlechter Witz, aber gut. So. Ich habe jetzt hier eine Flasche Bier, was zu essen. Und eigentlich müsste hier eine Information sein, wegen dem Giftköder. Was haben wir denn hier? Notiz. Angesichts der zunehmend häufigen Wolfsichtungen und Angriffe werden Giftköder als Sicherheitsmaßnahme um das Waldarbeitslager verteilt. Achso. Die folgenden Rezepte darf ausschließlich von Wächtern vorbereitet werden. Jede unbefugte Nutzung wird streng bestraft. Zutaten für einen Köder: 10 Gramm schwarze Tollkirschen, 5 Gramm gelber Fliegenpilzpulver, eine Dose für 50 bis 60 Gramm Futter, am besten Fleisch. Je nach Bedarf den Botaniker nach Werkzeugen zur Vorbereitung fragen. Ihr seht schon, ich habe jetzt alles. Und was ist das hier? Ich kann nicht mehr Gegenstände tragen. Okay, warte mal. Das, was ich jetzt mal machen würde wollen, ist erstmal Folgendes. Wir werden erstmal das hier konsumieren. Dann den Gegenstand wegschmeißen. Und dann mitnehmen, weil ihr seht schon, wir haben jetzt eine Medizintasche. Okay. Ich brauche aber erstmal mein Werkzeug. Genau. Okay, jetzt zeige ich euch den langen Weg, wie wir da zurückkehren. Denn ich muss erstmal den Giftköder herstellen. Ich hoffe, ich habe überhaupt alles. Giftköder, nicht tödlich. Was, nicht tödlich? Alles klar, stelle einen Giftköder her. Haben wir gerade gemacht. Ich werde mir gleich ein Feuer machen, damit wir nämlich dann in der Lage sind zu speichern. Müsste ich eigentlich runterspringen können, ohne dass ich krepiere. Normalerweise. Ich glaube, das war hier jetzt der lange Weg, ne? Wir können auch den Weg nehmen. Hier müsste nämlich gleich irgendwo ein Holzfäller durch die Gegend laufen. Oh. Entschuldigung. Ich war jetzt ein bisschen laut. Tut mir leid. What? Ja, da komme ich aber nicht hoch. Oder doch? Nee, da komme ich nicht hoch. Ja, okay, wir hätten den Weg nehmen können, wenn ich dann... Der hätte runterspringen können. Hä? Wie komme ich jetzt wieder zurück? Okay, warte mal, ich mache mal ein Feuer gleich. Ich brauche eigentlich einen Rucksack, ne? Mir fehlt aber noch Bindung und so ein Scheiß. Ja, was mache ich denn jetzt? Heilung brauche ich auch nicht. Das ist irgendwie ein bisschen doof. Okay, ich versuche es einfach. Okay, hat funktioniert. Genau, so. Jetzt sind wir nämlich genau hier, wo der Holzfäller gleich irgendwo durch die Gegend latscht. Also ganz ehrlich, wenn man das nicht weiß, ne, dann ist es ein bisschen doof. Dir erzählt das Spiel ja sehr vieles nicht. Und wir sind übrigens immer noch am Anfang. Ich dachte, wir wären schon halb durch oder sowas. Ich renne da jetzt gleich vorbei. Okay, bumm. Jetzt gehe ich zur Hütte am Strand und von da aus gehen wir dann höchstwahrscheinlich, wenn jetzt nichts mehr im Wege stehen sollte, dann zu dem großen Tor zurück. Wenn ich das jetzt alles in der Folge schaffe, wäre es geil. Wenn nicht, ist es auch egal, muss ich es halt schneiden oder so. Mal gucken. Achso, den habe ich umgebracht, ne? Gut. So. Ich nehme jetzt hier noch die ganzen Sachen mit auf, denn können wir wieder Heilpulver und sowas herstellen. Da ja der Hund eigentlich nur betäubt wird und nicht getötet, ist es ja eigentlich auch kein richtiger Giftköder. Also ein Giftköder ist meistens eigentlich tödlich. Aber okay. Vielleicht falsch übersetzt oder sowas.
Oder ich verwechsel das mit was, ist auch möglich. Wir sind ja auch gleich da, Mensch. Komm ja gut voran. Und von da aus zum Tor zurück zu gelangen, das wird ein arschweiter Weg, ne? Wir brauchen halt noch so viel Scheiße. Und ich muss eigentlich noch Tiere jagen und sowas. Man bräuchte einen Bogen oder eine Armbrust oder irgend so einen Scheiß. Damit man nämlich die Tiere auch vom Weiten jagen kann. Da war gerade eine Schlange, glücklicherweise bin ich woanders lang gelatscht. Genau, jetzt sind wir nämlich genau da, wo ich jetzt hin will. So, ich hoffe, wir haben alles, was wir brauchen. So, jetzt haben wir es hierher geschafft. Gut. Ich weiß übrigens gar nicht, ob wir hier alles schon durchsucht haben. Egal, scheiß drauf. Wisst ihr, was nervig ist? Dass hier so ein bisschen wenig Licht ist. Aber egal, so, scheiß drauf. Ich werde jetzt den Giftköder reinschmeißen, mir die Schlüssel nehmen und dann Richtung Tor laufen. Vielleicht kann ich etwas essen. Oh, Scheiße. Oh, fuck, was mache ich gemacht? Oh, das tut mir irgendwie gerade ein bisschen weh. Egal, das haben wir jetzt gemacht. Und ich habe jetzt alles, um weiterzukommen. Oh Gott. Tut mir echt leid. Aber wir sind weitergekommen. Ist erstmal die Hauptsache. Ich weiß nicht, was wir sonst anderes hätten machen können. Tut mir irgendwie leid für das Vieh, aber was willst du machen? Wir haben den Schlüssel gebraucht. Und jetzt müsste ich eigentlich, wie gesagt, durch das Tor laufen können. Gehe ich jetzt den kurzen oder den langen Weg? Ich glaube, den kurzen, war. Ja, ist jetzt ein ganz schönes Hin- und Hergerenne. Aber okay. Da wir jetzt alles haben, um durchzukommen, bin ich ja mal gespannt, was als nächstes passiert. Wir sollten uns vielleicht nochmal einmal Wasser gönnen, weil da oben ist ja immer noch diese... Ah ne, warte mal, was ist denn das? Ne, das ist das Männeranwesen, glaube ich. Ich bin gerade irgendwie ein bisschen doof. Ist ja auch ja wurscht. Aber wir brauchen auf jeden Fall mehr Tiere. Das heißt also, ich werde wahrscheinlich die Hunde jagen. Alles aufnehmen, dann brauchen wir noch irgendwie Stofffetzen oder sowas. Und dann mal gucken. So, ich kann ja nichts mehr mitnehmen, ich Doofkopf. Heilpulver bräuchten wir hier auch. Und ich muss mir eigentlich ein Lagerfeuer erstellen. Ich mache mal zwei Stück. Für die schnelle Speicherung für unterwegs. Okay, gut. Genau, wir kommen ja jetzt langsam genau dahin, wo ich gerade hin will. Es kann aber sein, dass ich jetzt gerade den langen Weg gelaufen bin, ich weiß es nicht. Läuft immer noch der Verrückte durch die Gegend? Nö, im Augenblick nicht gut. Oh, warte mal, jetzt kann ich mal ein Tier jagen. Nein, komm her! Tut mir leid, Schaf. Ich brauche dein Fell. Aber ich kann auch nicht lange rennen, wa? Nein!
Ach, ist jetzt auch egal, scheiß drauf. Wir haben natürlich voll die Scheiße gemacht. Ja. Es wird ja noch genug Hunde geben, die in der Nähe sind. So. Genau, jetzt sind wir richtig, wa? Hier ist das. Genau. Jetzt muss ich hier irgendwo gleich einen Weg nach oben nehmen. Und von da aus dann Richtung des großen Tores. Ach man, jetzt ist ja wieder hier. Jetzt kommen sowieso wieder Hunde. Scheiß drauf. Da ist ein Hund. So was gibt's nicht, mein Freundchen. Ich brauche auf jeden Fall noch ein paar Werkzeuge. Ich weiß auch gar nicht, ob man hier überhaupt reparieren kann oder nicht. Wenn es jemand weiß, kann das ja natürlich gerne in den Kommentarbereich schreiben. Weil das weiß ich jetzt überhaupt gar nicht. Ich habe dazu auch überhaupt keine Information gefunden. Ja, weich immer aus, du Miststück. Gut. Ich bin ein bisschen verwundet, aber scheiß drauf. So, ich habe ja hier irgendwo das Tor aufgemacht. Das heißt, also da gehe ich jetzt... Nein, was ist jetzt los? Boah, was war denn das gerade für eine Performance, Alter? Jetzt muss ich mir erstmal einen heilen. Ja, ich brauche einen größeren Rucksack. Und dafür fehlt mir nur noch einmal Stoff. Gut. Ich werde mal jetzt die Medizintasche benutzen. War vielleicht keine gute Idee, aber ist egal jetzt. Ich habe ja noch die Möglichkeit, spezielle Binden herzustellen, die, glaube ich, die Hälfte des Lebens wieder zurückgeben. Genau, jetzt sind wir nämlich hier, kommen dann nach runter. Wow, das war knapp. Jetzt nur vorsichtig sein. Ist mir jetzt egal, ob es wehgetan hat. Jetzt hier nicht den langen Scheißweg. So, Mensch, hat gut funktioniert. Bin stolz. Wir brauchen nur wieder was zu essen und sowas. Da hat die mich jetzt extra gebissen, das Mistvieh. Ey, das Gift bleibt jetzt eine Weile, ne? So eine Scheiße. Ja, okay, Heilpulver bringt da, glaube ich, nichts. Heilungskompressor. Ich bräuchte eigentlich das, aber ich habe halt keinen Stoff mehr. Okay, ich mache jetzt erstmal hier das Tor auf. Und dann gucke ich nochmal hier rein, ob wir irgendwas finden. Weil ich brauche halt einen Rucksack, ne? Nice. Öffne die Bullentür, haben wir gemacht. Ach, scheiße, ich brauche aber irgendwas. Die Vergiftung nimmt man. Guck mal, hier haben wir Stoff. Eine leere Flasche. Ich brauche jetzt erstmal einen größeren Rucksack. Nice, danke sehr. Jetzt können wir mich mehr essen und so mitnehmen. Was ist das denn? Bier oder irgendwas? Dün, dün, dün. Alter, jetzt zieht es eine Menge Leben ab, Mann. Die Vergiftung.
habe keine Ahnung, wie es jetzt weitergeht, aber das ist gar nicht so schlimm. Wenn man mich nichts weiß, ist es umso besser. So, hier ist wieder ein Bier. Ich brauche aber Stoff oder irgend sowas. Alles klar, hier haben wir nichts weiter. Ein Bier oder was darstellen soll oder eine Soda. Die würde natürlich auch dafür sorgen, dass wir zumindest etwas geheilt werden. Ich habe auch Wasser mit, ne? Also rein theoretisch können wir auch mal Wasser trinken. Ups. Okay, hat nicht funktioniert. Alles klar. Dann wollen wir mal in die richtige Richtung laufen. Ich sollte jetzt aber mal abspeichern, da wir ja eh gerade hier sind. Ich mache jetzt ein Quick Save. Und wir brauchen definitiv erstmal eine einfache Bandage. Und dann Heilungspulver. Okay, komm, wir gehen weiter. At last. Now it's time to head for the High Tower. Perhaps my friends are there. Naja, ein paar Freunde haben wir ja schon gefunden. Die sind ja leider tot, ne? Wir haben leider keinen Überlebenden gefunden bis jetzt. Ich habe auch keine Ahnung, was hier eigentlich los ist. Weil das, was man bis jetzt entnehmen konnte, erklärt eigentlich nicht viel, ne? Wir haben auch nicht das... Es soll ja einen Prolog zu diesem Spiel gegeben haben. Das war aber hier bloß bei dem hier gar nicht dabei. Ich verstehe gar nicht, warum. Oh, was ist denn hier los? Wer bist denn du? Oh mein Gott, bitte, sie wollen mich töten. Hilf mir bitte, jemand hat mich entführt. Oh mein Gott, please. They're trying to kill me. Easy now, calm down. You're safe here. This is a place of tranquility. We don't want other unpleasant events to occur. Okay. Is there anyone who can bring me out of here? Strangers are unwelcome to most of us. Be careful, because not all the other island dwellers are friendly as I am. Think carefully before approaching somebody. You never know how they might react. Okay. I better go. I advise you to tread carefully. This island is full of dangers. For you foreigners. Ja. Der Olivenhain. Gut, den haben wir jetzt erreicht. Achso, ja. Wow. Wir sind ganz normale Leute. Die arbeiten hier. Haben die auch eine Gemeinschaft oder was? Warte mal, ich guck mal gleich auf die Karte, weil es gibt hier mehrere Wege. Ich soll ja eigentlich zum großen Turm gelangen, ne? So, warte mal, Karte. Wo sind wir denn jetzt genau? Olivenhain. Ich gehe jetzt erstmal, hier ist irgendwo ein Gebäude. Da gehe ich jetzt erstmal reingucken. Hier kann ich mein Wasser auffüllen. Nice. So, was haben wir hier? Cool. Die haben was richtig zu essen. Oh, Entschuldigung. Da haben wir eine Notiz. Die lesen wir gleich durch. Alter, wie leben die denn hier? Die haben nicht mal ordentliche Betten, Mann. What? Gesperrt. Warum? Ich habe doch ein Brecheisen, dem richtet doch auf. Nice. Gut. Was haben wir denn hier? Neues Dokument. Das Schleusentor beim Wasserfall ist außer Betrieb. Vor dem Einsatz des Reparaturteams ist es streng verboten, das Tor zu bedienen. Okay. Ist das vielleicht unsere nächste Aufgabe?
Ganz ehrlich, das ist ja mal wieder echt klasse, wenn man was Neues sieht. Ich meine, die Umgebung ist auch wunderschön gestaltet, ne? Also, klar, grafisch jetzt nicht vielleicht das Allergeilste, aber der Entwickler oder die Entwickler haben sich trotzdem Mühe gegeben. Und ja, das erstmal ist die Hauptsache, ne? Und anscheinend arbeiten die hier. Okay, ich gehe jetzt erstmal den Weg, um zu gucken, wo es da lang geht. Ich bin gerade ein bisschen überfragt, wo ich langlaufen soll. Ich meine, klar, man könnte jetzt so die Hauptaufgabe fortsetzen. Das heißt also, um natürlich zu dem Turm zu gelangen, wo wir eigentlich hin sollen. Aber ich gucke mich halt ein bisschen um. Oh, was haben wir denn hier? Das sage ich ja. Das sind wieder so eine Sachen. Du guckst dich um und findest immer und immer wieder was Neues. Das ist geil. Das mag ich ja auch daran. Aber keine Ahnung. Zumindest sind wir weitergekommen. Das ist jetzt erstmal die Hauptsache. Ich muss natürlich gucken, ob ich eine Möglichkeit finde, um zum Turm zu gelangen. Und vor allen Dingen, wo ging es da gerade runter? Der Turm ist da hinten. Und was ist das hier für ein Weg? Wait, what? Oh, guck mal. Hier haben wir ein Lagerfeuer gefunden. Nice. Was zu trinken? Den können wir ja eigentlich abspeichern. Ich gehe jetzt schon mal ein bisschen weiter. Ich habe ja ein Feuer bei. Wenn ich abspeichern muss oder will, kann ich eigentlich hier hochkraxeln oder geht das nicht? Das geht nicht. Ach, jetzt habe ich natürlich Scheiße gebaut. War ja wieder klar. Hier sind überall Schlangen. Gut. Ich weiß auch gar nicht, ob es weitere Gegnertypen gibt. Aber da sollte man wahrscheinlich auch vorsichtig sein. Vielleicht waren es mir noch nicht alle. Aber ich habe keinen Plan. Okay, warte mal. Jetzt renne ich hier mal so ein bisschen. Ah, nein. Durch die Gegend. Ich bräuchte noch einen größeren Werkzeuggürtel, ne? Ich weiß gar nicht, was wir brauchen, um einen, noch einen größeren Rucksack zu bekommen. Aber ich schätze mal, der geht noch größer. Nein, da kann ich nicht mitnehmen. Da kann ich ja mal gleich Heilungspulver machen. Und eine Heilungskompresse. Wir können übrigens Werkzeuge herstellen, wie ein hergestelltes Messer, handgefertigte Schraubenschlüssel oder ein Brecheisen. Sollte man machen, wenn man die richtigen natürlich nicht mehr hat, ne? Also die richtigen Werkzeuge. Wie kann es sein, dass der Olivenhain ziemlich groß ist? Was sind das hier überhaupt für Rohre? Ah, ein Wassersystem. Ist auch ziemlich friedlich hier, ne? Ich finde es interessant, dass hier auch so viele Leute sind, die halt arbeiten. Okay, wollen wir mal hoffen, hier passiert nichts weiter. Oh, was ist denn da? Eine Brücke? Ich mache übrigens die Folgen extra nicht mehr ganz so lang wie die anderen Spiele, die ich aufnehme. Das trockene Flussbett. Wow. Ist hier noch irgendwas? What? Hätte ich hier vielleicht noch gar nicht langlaufen sollen?
Also hier geht es auf jeden Fall Richtung Turm. Da müssen wir hin. Warum auch immer. Und hier ist auch ein Lagerfeuer. Nice. Dann weiß ich ja, wo wir dann beim nächsten Mal weitermachen. Ich sammle hier nur ein bisschen was ein und dann... Oh ne, hier ist ein Wolf. Was ist das? Egal, scheiß drauf. Also Leute, ich würde sagen, wir beenden jetzt erstmal die Folge. Ganz wichtig, wir werden beim nächsten Mal definitiv weiterzocken. Ich weiß aber nicht, ob ich dann den Weg nochmal zurücknehme, um nochmal die ganze Gegend zu erkunden oder nicht. Ich weiß auch nicht, ob es irgendwelche Nebenaufgaben gibt. Muss ich auch mal gucken. Hat mich aber gefreut, dass ihr auf jeden Fall dabei geblieben seid. Ich mache jetzt hier mal einen Quick Save. Und hoffentlich sehen wir uns dann auch bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Abend, einen schönen Morgen oder was immer es denn. Und tschüss.